Bilder aus einer neuen, modernen Arbeitswelt. Der Blick in das Traktorenwerk der Klöckner Humboldt Deutz AG. Die Spekulationen haben sich bestätigt. Es ist eines der modernsten Traktorenwerke überhaupt. Es ist unsere Investition in die Zukunft. Der Ort ist wohl bekannt. Köln-Kalk. Geburtsort von inzwischen 876.000 Traktoren, die von hier aus in alle Welt gingen. Und der Erfolg erforderte neue Produktionskapazitäten. Im Dezember 1982 entschloss sich KHD zu dieser Investition. Das Ziel war, die Kapazitäten zu erhöhen, die Qualität weiter zu steigern. Der erste Schritt war der Bau des Hochregallagers für die Produktionsteile. Neu angelieferte Teile werden hier automatisch erfasst, gewogen, klassifiziert. Der allwissende Computer steuert die Einlagerung in den nächsten freien Lagerregalplatz. Im zweiten Schritt entstand die eigentliche Fabrik. Sie sollte unter anderem die zu lang gewordenen Wege zwischen den verschiedenen Produktionsetappen verkürzen. Und das begann so. September 1983. Startschuss für den Baubeginn der neuen Hallen. Eine Fläche von ca. 15.000 Quadratmetern wird neu bebaut, mit 10.000 Kubikmetern Beton und 3.700 Tonnen Stahl. Eine zusätzliche elektrische Versorgungsstation mit einer Leistung von 4.000 Kilowatt wird für die neuen Produktionsanlagen notwendig. Aus den Plänen ist Realität geworden. Die Lackierstraße gehörte zu den Bereichen, die als erstes den Produktionsbetrieb aufgenommen haben. Sie ist eine der modernsten Europas, ein Beispiel für realisierte Qualitätsverbesserung. Durch elektrischen Strom unterstützt, kriecht die Grundierfarbe auch in den hintersten Winkel. Das nennt sich elektrophoretische Beschichtung. Es ist das Beste, was die Lackiertechnik zu bieten hat. Nächste Station, der Ofen. Bei 200 Grad heißer Luft werden die ersten Farbschichten quasi eingebrannt. Erst dann folgt die eigentliche Lackierung. Zuverlässiger Lackiermeister ist hier ein Roboter, exakt und unbeirrbar, mit allerfeinstem trockenen Pulver. Auch hier stehen Metallteile unter elektrischer Spannung. Sie ziehen den Pulverstaub an. Das elektrische Feld saugt die Pulverpartikelchen in jede Ritze, jeden Winkel. Der weitere Lackierprozess führt wieder durch den Ofen, diesmal bei 220 Grad. Jetzt verschmilzt das Pulver zu einer geschlossenen Lackierschicht bester Qualität, ohne Tropfen, ohne Nasen. Die Kabinenmontage. Hier fließen die Teile aus der Lackierung und Zulieferteile aus dem Hochregallager zusammen. Auf der Montagelinie erhält die Kabine ihre Ausstattung, oft nach den individuellen Wünschen unserer Kunden zusammengestellt. Bevor die Kabine das Band verlässt, werden alle Funktionen einschließlich der Elektrik überprüft. So wird sichergestellt, dass nur eine absolut funktionssichere Kabine zur Endmontage gelangt.
Hoch oben über der Fertigungsstraße befindet sich der sogenannte dynamische Umlaufspeicher. Hier werden die vorproduzierten Kabinen bis zum Abruf quasi in eine Art Vorratskammer gehängt und über ein kompliziertes System von Schienen und Ketten in größeren und kleineren Kreisläufen zum exakt vorausberechneten Zeitpunkt bevorratet. Die Montage des Deutz-Fahrtraktors. Auf der neuen Montagelinie ist es möglich, noch schneller und noch flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren. Die Produktionsnummer, die jedem Traktor mit auf den Weg gegeben wird, beinhaltet viele Details, begonnen bei der Ausstattung bis hin zur Leistung des Motors. Und alle Komponenten fließen hier zusammen, zur rechten Zeit und am rechten Ort. Zum Beispiel die Kabinen. Der rechnergesteuerte Produktionsablauf gewährleistet, dass diese Kabine zum Traktor, der sich gerade in dieser Position befindet, gehört. Eine Vielzahl individueller Variationen, die bislang nur durch großen Personal- und Zeitaufwand möglich waren, lassen sich so realisieren. Direkt angeschlossen an die Endmontage ist das Reifen- und Felgenlager. Eine Montagemaschine zieht die Reifen auf die passenden Felgen. Aufziehen und aufpumpen, alles vollautomatisch. Und dann geht es direkt über Rollenbänder und Aufzüge an das Ende des Montagebandes. In der Endkontrolle steht jeder Traktor zum ersten Mal auf seinen eigenen Beinen. Alle Funktionen werden computergesteuert nochmals getestet. Erst dann darf ein Deutz-Fahrtraktor den Weg zu den Kunden in aller Welt antreten. Mit dem neuen Traktorenwerk in Köln-Kalk wird die Qualität der Deutz-Fahrtraktoren weiter steigen. Wird sich der Ruf der langlebigen Deutz-Fahrtraktoren weiter festigen. Das neue Traktorenwerk, eine der KHD-Investitionen in die Zukunft.